Max, ich bin eine Melone. Das ist mein neues Kleid. Ey, da fehlt mir noch. Ja, Quatsch. Das ist für den Strand. Wir gehen jetzt zum Obi. Ich melde mich gleich nochmal im Auto bei euch. Wie ich den Max immer verarsche. So, da sind wir jetzt wieder bei Obi endlich angekommen. Der Max, der holt jetzt schon mal einen Wagen. Und zwar brauchen wir Rindenmulch und einen neuen Sonnenschirm, den ich mir schon die ganze Zeit wünsche für unsere Terrasse. Der Max muss noch einiges kaufen, denn er wird heute etwas bauen mit seinem Kumpel, was ganz Besonderes. Das haben sie sich ausgedacht. Das brauchen sie, wenn sie unten am Main sind, am Feiern. Das werdet ihr dann gleich sehen. Der Lassie ist auch mit am Start. Und wir gehen jetzt mal rein und gucken, ob der Schirm überhaupt noch da ist, den ich das letzte Mal gesehen habe. Also, los geht's. Da ist er, Lassie. Schau mal, voll mega. Der ist riesig. Der ist echt riesig. Aber meinst du, den gibt es auch noch in Grau? Ja, in Grau. Ja. Schon. Ja. Weil ich sage, der, wo vorne steht, das ist nie im Leben beige. Ein Schirm gibt es gerade nicht, der Mitarbeiter schaut gerade. Ah ja, klar. Lassie macht es sich auch bequem. Ja. Chill dein Leben, Schatz. Und, wie findest du das? Gut, cool. Nicht allzu bequem, aber lustig. Meins ist auch irgendwie cool. Mal mit Papa überreden, was kostet das Ding? Oh Gott, 249 Euro, okay. Brauchen wir doch nicht überreden, den Papa. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob der jetzt mal hier schaut nach unserem Schirm. Der Max hat das Rindenmulch auch schon geholt in der Zwischenzeit. Menno, ach, dann lege ich mich mal hier rein in der Zeit. Ah! Ist auch cool. Na, ich komme nicht ganz ans Kissen dran. Ach so, ja, weil du bist zu klein, deswegen. Ja. Ach, da komm da. Los geht's. Sehr untersüß. Da war gerade ein Hund, total süß. Der hat die Bella gerochen. Hat dich abgeschlabbert? Ja. Am Arm? Wir haben unseren Schirm. Ich freue mich. Jetzt muss ich draußen nur so Platten noch einladen. Draußen auf dem Parkplatz sind die, hat der Mitarbeiter gesagt. Weil meine großen Platten hat ja der Max, ne? Ja. Und den Schirm hat er auch. Da vorne ist er, der Max. Hat Rindenmulch aufgeladen. Der Max ist total fleißig im Garten. Muss man auch mal loben. Das hat er gehört. Jetzt mussten wir nochmal zu einem anderen Obi fahren, weil es bei dem einen keine Bodenplatten gab. Yay, aber jetzt haben wir sie gerade gefunden und wer durfte sie ins Auto schleppen? Der Max. Der Max. Und da sind die Bodenplatten. Jetzt haben wir sie endlich und der Max muss sie jetzt hochschleppen. Egal, Hauptsache wir haben sie. Also. Ja. Super. Heute ist es super warm draußen, deshalb gibt es einen Melonensalat und zwar mit Schafskäse, gegrilltem Schafskäse. Den habe ich in Würfel geschnitten und hatte den jetzt im Backofen auf Grillstufe. Normalerweise wird es natürlich zusammengegessen. Ich habe es jetzt nur separat auf dem Teller, weil das jetzt eben gerade aus dem Ofen kommt. Ich werde es jetzt auf einem Teller anrichten. Das ist super lecker, wenn der Schafskäse noch warm ist. Und hier auf dem Melonensalat sind noch rote Zwiebeln, dann Zitronensaft, ein bisschen Basilikum und verschiedene Gewürze. Ich habe auch noch Oregano mit drüber von der Mama aus Italien. So sieht das Ganze jetzt aus und wir lassen es uns jetzt schmecken. Oh, die Jalousien fahren gerade runter. Moment. Ding, 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 ding. Boah, wie lange fahren die denn runter? So, jetzt sind wir aber wirklich da. Jetzt kann ich euch davon erzählen. Und zwar möchte der Max mit seinem Kumpel jetzt was bauen bzw. basteln. Und ich bin echt gespannt, was es wird. Ich zeige euch mal, was sie dafür alles vorbereitet haben. Und zwar ist hier ja, Werkzeug und hier ist das Material. Und jetzt schauen wir mal, was die Jungs so machen. Na, Max? Ja, du hättest den vorher so aufdrücken müssen. Ja, wollte ich ja. Habe ich ja. Aber nur vorne. Mach doch mal auf den. Sind deine Eltern gut versichert? Ach so, ich bin ja deine Mutter. Da lag nämlich gerade mein Handy. Haha. Okay, meine Lieben, also passt auf. Die Jungs, die waren jetzt richtig fleißig. Und zwar haben sie sich diese Bretter hier zurecht gesägt. Also alles abgemessen, gesägt, gefräst. Die haben sich da hier diese Löcher reingemacht und so weiter. Es bleibt spannend, was es wird. Und der Max, der muss das Ganze jetzt hier anstreichen. In der guten Hose. Mit der guten, teuren Hose. Ja, da schimpft jetzt direkt mal die Mama. Max, warum ziehst du dir nicht eine kurze Hose an? Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Okay, also los geht's. Und zack,
ist der Max schon fertig. Nee, Max, das hast du nicht ordentlich gemacht. Das musst du komplett nochmal neu machen. Tut mir leid. Ist nichts geworden, Schatz. Mach das alles nochmal. Ne, Bella? Soll der Max das nochmal machen? Die ist übrigens gerade abgehauen. Guck, der ist schon langweilig. Weil ich gesungen habe, ist er auch gestanden, wie es gegangen. Ich kann nicht singen, ne, Max? Oh, okay, mach alles nochmal dreimal. Und wir machen jetzt ein Hands-on. Der Sepp, der muss nämlich jetzt dieses Loch hier ausbohren, was er hier schon gemacht hat. Einmal klein, einmal groß. Macht er gut, der Sepp. Und wir machen gar nichts. Arbeitsteilung. Wir sitzen schön hier. Seid ihr mich überhaupt? Go, Sepp, go, Sepp. Ach, ich glaube, ich helfe den Jungs jetzt ein bisschen, oder? Schaut mal. Nee, lass. Ich müsste das aussehen. Oh, habt ihr das gehört, was der Max gesagt hat? Soll ich es lieber lassen? Ja. Oh, soll ich euch lieber was zu essen machen? Ja. Na gut. Nicht gut. Ist gemein. Ich setze mich lieber hier nochmal hin. Ach, übrigens, da oben sind meine Kinder. Also noch mehr Kinder quasi. Seht ihr die? Sind auf dem Trampolin. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Ich guck denen jetzt hier mal bei der Arbeit zu. Bella, komm her, die Mama singt noch ein bisschen was. Ah, da ist er. So, der Sepp, der baut jetzt hier mal die Lautsprecher rein oder schraubt die Lautsprecher rein, so rum. Und die Bella passt auf, ne Bella? Ja, du passt auf, dass die das richtig machen, ne? So, die Jungs, die arbeiten jetzt hier fleißig weiter und werden jetzt heute leider nicht fertig. Ich muss jetzt auch los ins Büro, beziehungsweise muss noch kurz ins Reisebüro. Und davor muss ich noch den Lassie zum Fußball fahren, der wartet schon. Und ich würde sagen, ich zeige euch dann morgen einfach mal, wie hier so weitergeht. Ne? Aber jetzt erstmal den Lassie zum Fußball fahren. Da ist er, mein kleiner Schatz. Ja, jetzt müssen wir uns beeilen. Wie immer. Da sind wir wieder. Neuer Tag, neues Glück. Wir müssen noch was besorgen bei Obi für Max seine Konstruktion. Es ist leider immer noch nicht fertig. Ich bin mal gespannt, aber ich freue mich schon drauf, weil die wirklich ganz viel Zeit investiert haben. Mich haben jetzt ganz, ganz viele gerade eben auf Snapchat nach meinem neuen Armband gefragt. Deshalb zeige ich es euch sehr, sehr gerne hier, während wir fahren. Und zwar habe ich drei verschiedene. Ich habe einmal dieses hier in Rose Gold, in Gold und in Silber. Und zwar ist es von Dein Fachwerk. Ich kann euch das gerne mal unten in die Infobox verlinken. Ich habe nämlich auch einen tollen Rabattcode für euch. Und ich habe auch noch in den nächsten Videos eine richtig coole Überraschung. Also haltet da auf jeden Fall die Augen offen. Ich blende euch das mal ein. Und zwar habt ihr da auch die Möglichkeit, verschiedene Charms zu bestellen. Ich habe einmal das Goldene mit Believe. Dann habe ich das Silberne mit Love. Und hier eben dieses Rose Gold mit Dream. Dann habe ich mir ein Hashtag noch ausgesucht und ein Herz. Also ich finde, das ist eine richtig coole Idee für den Preis. Kann man wirklich nichts falsch machen. Ich finde die Qualität wirklich sehr, sehr gut. Also es ist tatsächlich sehr, sehr hochwertig. Also mir gefällt es wahnsinnig gut. Und wie gesagt, nachdem mich jetzt so, so viele auf Snapchat gefragt haben, wollte ich es euch nochmal zeigen. Aber wenn ihr möchtet, kann ich es euch nochmal in meinem Fashion Haul zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt zu Obi und dann sehen wir uns zu Hause nochmal. Tada, da ist die Musikbox. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Der Sepp und der Max haben also diese Box hier gebaut. Wenn sie dann unten am Main sind, können sie schön Musik hören. Sie können ihre Handys aufladen. Und der Max, der ist jetzt leider noch mal ganz kurz los. Der braucht nämlich noch was. Aber ich wollte es euch jetzt schon mal zeigen. Ich würde sagen, im nächsten Video soll der Max euch das mal alles ein bisschen besser erklären. Hier, soweit ich das verstanden habe, ja, sind so Teile dran, damit man das dann tragen kann. Ne? Hier auf der Seite und auf der. Aber wie gesagt, es ist leider alles noch gar nicht so richtig komplett. Und der Max, der wollte euch das eigentlich komplett zeigen. Aber ich würde sagen, im nächsten Video erklärt euch der Max das alles nochmal ganz genau. Soweit ich das verstanden habe, sind da sogar LED-Lichter für abends, dass es dann schön leuchtet. Also die haben sich wirklich unglaublich viel Mühe gegeben, die Jungs. Da oben leuchtet es dann irgendwie. Aber wie gesagt, ich würde sagen, der Max erklärt euch das alles nochmal im nächsten Video. Jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Alles, alles Liebe und bis bald. Tschüss!